Aber erstmal wollen wir hier weitermachen. Entschuldigung. Und zwar will ich da hinten den Aussichtspunkt haben. Gut, Leder. Ich bin kein Bot. Ich kann ja auch einfach... Ich kann dir den Rang Bot geben, aber... Willst du ein Bot sein? Ich denke nicht, oder? So. Alexa, stelle einen Timer auf 10 Minuten, bitte lächeln und smile. Alexa, stelle einen Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Bitteschön. Hami unterstrich Kopf. Danke, lächeln und smile. Musst du in 10 Minuten etwas umrühren oder was neu machen? Oh Gott. Bah! Ich krieche ihn, bevor er mich kriecht. Siehst du? Alexa ist für uns alle da. So blöd, das Schaf zu töten. Komm. Treffe ich den jetzt nicht mehr? Guck mal, die verlieren jedes Mal, wenn ich näher komme, die Öhrchen. Da hat er sie. Oh, jetzt hatte er sie die ganze Zeit. Aber teilweise verlieren sie die Öhrchen. Ich weiß gar nicht, warum. Kann ich wieder was bauen? Ja. Oh, den Bogen. Ich weiß, eigentlich wollte ich ja für Köcher und so sammeln, aber meine Ausrüstung ist mir gerade wichtiger. Mist. Da ist noch ein Schaf. Oder auch nicht. Ach, lassen wir das. Das wird so nix. Es wird doch so nichts. Mersischer Turm. Der ist aber auch schon ein bisschen abandoned. Oh, warte. Okay, also wenn man sich das Meer da so anguckt, ist das schon geil. Es ist so unfassbar schön. Es ist so schön. Okay, das war knapp. Das war aber ziemlich knapp. Da ist noch was. Versunkene Schätze.
Als wir im Wasser badeten, hörte ich plötzlich Hunilda rufen, sie habe einen Schatz gefunden. Zunächst glaubte ich ihr nicht, denn sie sagt öfter solche Dinge und lacht dann, wenn ich darauf reinfalle. Aber ich sah nach, obwohl ich es hasse, unter Wasser die Augen zu öffnen. Und sie hatte recht. Da unten liegt ein Schatz. Hunilda sagte, dass er ihr gehöre, weil sie ihn zuerst gesehen hatte. Sie tauchte nachts und schaffte es fast nicht wieder hoch. Sie hatte Wasser verschluckt und hustete, also brachten wir sie heim. Ich habe zu viel Angst, es zu versuchen. Ich kann nicht lang genug den Atem anhalten. Vielleicht, wenn ich älter bin. Nee, sorry, da war ich zuerst. Da war ich leider schon. Stimmt, die Frage des Tages haben wir heute noch gar nicht besprochen, ne? Heutige Frage des Tages. Welchen Content magst du auf meinem Channel am liebsten? Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt hatte. Auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art. Mir gehen langsam die Ideen aus. Da ist schon wieder die Ohrchen verloren. Das gibt's doch nicht. Öhrchen dran. Öhrchen weg. Öhrchen dran. Öhrchen weg. Ich brauche Pfeile. Kochen und labern. Ich notiert. Kommt direkt in deine Akte. Also, dass die Kuh immer so wenig Leder gibt, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Schniedreinot. Wow, 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 wow. Was willst du? Genau, hau ab. Geh einfach. Okay, das könnte wieder ein römisches Artefakt sein. Jo, schaut ganz danach aus. Ich höre da auch was. Ah, lass mich raten. Och, geh doch darüber. Also die Steuerung ist manchmal echt so ein bisschen für ein Popo, ne? Ein bisschen für ein Popo. Gut.
Dann haben wir, glaube ich, nur noch diesen einen Schatz da und dann sind wir hier auch durch mit Lincolnshire. So. Keine Falle. Hallo! Zur Hölle! Das kostet dein Leben! Aha. Ich weiß, nichts ist umsonst, nicht mal der Tod. Denn der kostet das Leben. Sind wir heute wieder. Alexa, beenden. Hami, die 10 Minuten sind vorbei. Bitte. And we have it. Leder! Fische muss ich ja aktuell nicht mehr fischen, ne? Ich glaube nicht. Jojo. Das sieht mir hier aber sehr nach einer Feste aus oder so. Warum steht denn der da oben? Dieser Ort wird gut bewacht. Aber ich sehe da vorne Pfeile. Bleibt standhaft! Ich sehe Pfeile. Erledigt den Feigling! Bam! Hui! Ich will doch nur den Schatz. Oh, hier sind sogar wieder mehrere. Ich habe wieder nur einen Pfeil. Hä? Ach da. Welches Schicksal? Dass ich meinen Bruder verrate? Ganz ehrlich, so langsam kann ich es nachvollziehen, weil der ist nämlich zurzeit echt ein bisschen kacke. Au! Ich brauche Luft zum Atmen. Gemeinsam! Brauchst du das? Hopp. Oh Mist, hat er überlebt. Ist er nicht? Folgt dir nach! Komm schon! So. Jojo! Auf mit dem Bogen auf Nahkampf, das funktioniert doch nicht.
Na los. Au. Denke ich nicht. Oh, von wo? Von da drü... Ah, von da. Guck dir deinen Freund an. So. Und du stehst nicht so blöd in der Gegend rum. Das ist gefährlich. Achso, warte, ich muss da rein. Eine Truhe. Lincolnshire. Okay, ich schätze, haben wir jetzt alle. Anfrage an den Kriegstarn. Tarn. Berstarn. Ich habe meine Männer wie befohlen nach Bolingbrock geschickt, aber du weißt, dass ich meine Zweifel habe. Wir sind nun deutlich weniger Männer hier, aber wir brauchen mehr, um diese Gewässer zu verteidigen. Dürfte ich vorschlagen, einige tüchtige Männer aus den kleineren Dörfern zu mustern? Wir könnten die Hilfe gut gebrauchen und ihnen würde es sicher nicht schaden, andere Luft zu riechen. Ulrik. Ist jetzt noch was? Boom! Holt den Wurm darunter. Ich wusste nicht, dass ich ein Wurm bin, aber okay. Ich hätte auch einfach über die Leiter klettern können, ne? Naja. Gut, das sieht auch gut aus. Dann fehlt uns nur noch ein Artefakt. Das kriegen wir aber bestimmt nur, wenn wir wieder so einen Fragezeichen-Typen bestechen. Das heißt, ich werde einmal zurückgehen.